In der neuen Staffel von Let's Dance kommen Anna Ermakova und Valentin Lusin schon etwas voran. Neben den Trainingseinheiten konnten sich die beiden auf einen Teamnamen einigen. Während Let's Dance Fans sehnsüchtig auf den nächsten Freitag warten, entscheiden sich die Tanzpaare für ihre Teamnamen, mit denen sie bei RTL gegeneinander antreten werden. Hier kommst du übrigens zu allen Sendeterminen von Let's Dance. Anna Ermakova, Tochter von Boris Becker, und Valentin Lusin konnten sich bereits auf einen Namen festlegen. Die einen Fans geraten davon in Verzückung, die anderen finden ihn doof. Let's Dance Fans durften abstimmen, neuer Teamname für Valentin Lusin und Anna Ermakova. In den sozialen Medien durften Fans Ideenvorschläge für den Teamnamen des Tanzpaares einreichen. Auf Instagram posteten die Follower von Anna Ermakova und Valentin Lusin daher fleißig ihre Ideenvorschläge: Team Sunshine, Team Flotte Locke, Team Dancing Curlies und Co. waren unter den beliebtesten Vorschlägen für die beiden Let's Dance Stars. Nun haben sich Anna und Valentin auf einen Namen festgelegt. Anna Ermakova und Valentin Lusin verkünden auf Instagram ihre endgültige Entscheidung. Team Curly Fries ist ready für neue Herausforderungen. Postet Valentin zusammen mit Anna in einem kurzen Video. Wild as Curls, Hot as Fries, wild wie Locken, heiß wie Fritten, lautet das Motto der beiden Let's Dance Stars. Drückt uns die Daumen für Freitag. Vielen Dank für all die tollen Vorschläge, heißt es weiter im Text. Let's Dance Fans begeistert. Anna Ermakova und Valentin Lusin sind Team Curly Fries. Aus der Verkündung haben die beiden sich einen kurzen Videosketch zusammengeschustert. Dort fragt Valentin Lusin Anna Ermakova, ob sie denn nicht Hunger hätte. Ja, antwortet die 22-Jährige mit großen Augen. Hier, nimm mal eine Kartoffel, schlägt Valentin vor und reicht ihr die kleine Papiertüte. Sobald sich das Model eine gelockte Fritte aus dem Tütchen gefischt hat, fragt Valentin sie: Was war denn eigentlich unser Teamname? Team Curly Fries. Nun reagieren Let's Dance Fans: Sehr gelungen der Name. Ich liebe euch jetzt schon. Anna, du rockst das. Passt perfekt. Sehr geiler Name, finden die Follower von Anna Ermakova. Ah, wie genial, passt definitiv zu euch beiden, kommentiert ein Fan. Immerhin sind die beiden in ihrem Wehkündungsvideo mit wilder Lockenpracht zu sehen. Applaus für diesen Teamnamen. Freue mich sehr auf euren ersten Tanz am Freitag. Die Locken haben sich durchgesetzt, wie geil, kommentiert ein weiterer Fan.